Hallo und herzlich willkommen bei Autos360.de. Heute stellen wir euch den neuen Hyundai Staria vor. Ein Kleinbus mit einer, wie soll ich sagen, unglaublich geilen Schnauze. Dieser riesige Wabenkühlergrill mit den flankierenden LED-Hauptscheinwerfern ist einfach eine heiße Nummer. Mal was ganz was anderes im Segment der Kleinbusse, Kleintransporter. Damit für uns das absolute Highlight in dieser Kategorie. Wir haben den Signature, das ist das Topmodell, kostet als Allradantrieb voll ausgestattet, da fehlt sich wirklich gar nichts, gerade mal 58.150 Euro. Da müssen sich die Mitbewerber aus Deutschland definitiv ganz warm ansehen. Unter der Haube schlägt natürlich ein Dieselherz mit 177 PS, 2,2 Liter Motor, Vierzylinder mit 430 Newtonmeter, reicht dicke aus, geht bis 185 Kilometer schnell und der Allrad braucht ein bisschen mehr als 13 Sekunden von 0 auf 100. Ist aber kein Racer logischerweise, der Staria, das ist ein Kleinbus, es ist ein Transporter für VIPs, für natürlich Familien, aber natürlich auch für den täglichen Gebrauch, wer auch immer ihn gerne fahren möchte. Der Prime ergänzt jetzt in Kürze als Neunsitzer, das Signature ist ein Siebensitzer, das Programm und ist preislich rund 3.000 Euro günstiger. Wobei das relativ ist, die Ausstattung ist ähnlich gut. Allerdings haben wir hier Nappa-Leder. Im Prime wird es ein Mix sein, der natürlich eventuell auch den Gegebenheiten, den Nutzbarkeiten entgegenkommt, damit man schnell mal drüber wischen kann. Das sind dann Fahrzeuge, die möglicherweise als Taxi eingesetzt werden oder als Mietwagen, beispielsweise auch für den Transport von Patienten, Dialyse etc. pp. Wir haben, wie gesagt, eine Top-Ausstattung. Das geht los beim Navi, das geht weiter über die Zwei-Zonen-Klimaanlage, das geht über eine Bose, über ein Bose-Soundsystem, natürlich LED-Scheinwerfer rundum. Das ist mittlerweile ja Standard. Wir haben ein sehr gutes Fahrverhalten. Wir haben auch einen relativ günstigen Spritverbrauch. Wir waren jetzt unterwegs sehr, sehr viele Kilometer in den letzten Tagen. Insgesamt 900, auch einige Autobahnkilometer. Und liegen jetzt bei einem Schnitt von 9,2 Litern. Gerade mal 0,3 Liter höher als der WLTP-Verbrauch, den Hyundai angibt. Und das mit Winterreifen. Schauen wir uns gleich mal das Cockpit an. Das Cockpit des Hyundai Staria ist gut aufgeräumt. Wir haben ein ganz klassisches Display mit den Anzeigen für Tacho und Drehzahlmesser. In der Mitte haben wir die Informationen, die natürlich entsprechend eingestellt werden können. Ein Stückchen weiter haben wir nochmal einen insgesamt 10,25 Zoll großen Bildschirm. Und ein Stückchen weiter unten ist die Klimaanlage und weitere Bedienanteile und natürlich auch die Gangschaltung-Buttons für die 8-Gang-Automatik. Schauen wir uns mal das Innenleben des Hyundai Staria an. Wir haben hier in der zweiten Sitzreihe zwei Einzelsitze und die lassen sich, und das ist das Coole, richtig toll verstellen. Natürlich hinten und vorne, aber auch mit dem Fußrest, der die Beine hochschiebt und alles bequemer macht. Also besser geht's nicht. Wir schauen uns noch den Kofferraum vom Hyundai Staria an, der natürlich entsprechend der großen dicken Sitzbank da hinten nur zwischen 117 und 431 Liter fasst. Aber wir haben ja trotz allem noch genügend Volumen. Die Heckklappe lässt sich natürlich genauso elektrisch öffnen wie die Seitentüren. Hinten haben wir eine Dreiersitzbank, die sich natürlich in der Länge verschieben lässt. Wir haben es gerade im Kofferraum gesehen, die ist jetzt ein bisschen nach vorne gerutscht. Und die beiden Sitze der mittleren Reihe oder der zweiten Sitzreihe haben wir uns ja schon angeschaut mit Fußrest und mit, ja, wie soll ich sagen, einfach
Top-Komfort ausgestattet. Zusammengefasst können wir nur sagen, der Hyundai Stadia ist wirklich der neue Star am Himmel der Kleinbus-Szene. Preiswert, top ausgestattet, natürlich mit einer hohen Qualität, 5-Jahres-Garantie, das sind wir ja von Hyundai gewohnt. Neben dem Signature kommt der Prime. Es wird weitere Varianten geben, auch natürlich den klassischen Transporter, wie es beim H1 ja auch schon mal der Fall war. Preiswert, top ausgestattet und absolut hammermäßig geil aussehend. Was will man mehr von dem Kleinbus? Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, und ihr wisst, alle weiteren Informationen, technische Daten und, findet ihr wie immer bei auto360.de. Servus und ciao.